Hallo, seid willkommen, meine Freunde, zurück bei Uncharted 1, Drake Schicksal, im letzten Kapitel angekommen, dem Showdown, sind wir auf dem Schiff des Feindes, haben nur eine Pumpgun und vor uns 2 Millionen Gegner und natürlich müssen wir jetzt irgendwie gewinnen oder sowas, ich habe keine Ahnung. Also ich denke, wir müssen gewinnen. Das wäre sinnvoll. Und wir sterben einfach direkt nach nicht mal 30 Sekunden. Das ist nämlich Style und Skill. Definitiv auf höchstem Niveau. Ich kann auch einfach so spielen. Nur das bringt nichts. Das bringt halt nämlich gar nichts. Mein Gott, wollt ihr nicht einfach sterben? Wenn ich euch mit der Pumpgun anschieße. Einfach sterben. So ungefähr genau wie du. So, wenn der Sniper da ist, bleiben wir unten. Das war natürlich jetzt blöd, dass wir hochgegangen sind. Und der genau in dem Moment sich so denkt. Oh ja, guck mal, der guckt gerade hoch. Dann ziehen wir da jetzt hin und drücken auch instant ab. Und der schießt einfach die ganze Zeit 10-mal random. Ach so, ja, okay. Jetzt verstehe ich auch sein System hier. Uff. Und merke, wir müssen tatsächlich erst die Feinde töten. Wir können nicht direkt auf unseren Gegner gehen. Also Gegner schon, aber nicht auf den direkten Konkurrenten, sondern nur auf seine komischen Gehilfen, die irgendwie total dumm sind. Du bist tot. Ich bin tot? Ihr seid tot, alle! Nach und nach! Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Okay, er läuft weg. Heißt, dasselbe Spiel wird wahrscheinlich genauso weitergehen wie jetzt gerade. Nur, dass ich mir diesmal andere Waffen klar machen werde. Weil auf diese Pumpgun-Scheiße habe ich gar keinen Bock mehr. So, was haben wir denn jetzt hier? So, tschüss. Ach, guck mal, da ist er jetzt. Okay. Okay. Schießt du mit deiner Sniper, ich töte deine Freunde. Jetzt kannst du nicht weiter wandern, weil du hast noch mehr von denen. Warum, Ulrike? Ich muss einfach nur gucken, wann der Strahl da ist. Und wenn er nicht da ist, gehe ich runter. Und wenn er da ist, bleibe ich oben. Andersrum. Wenn er da ist, gehe ich runter. Wenn er nicht da ist, bleibe ich oben. Ganz einfaches Prinzip ist das. Ich glaube, ich bin einfach zu ungeduldig. Ja, ich bin wirklich zu ungeduldig. Ich will irgendwie die ganze Zeit viel mehr, als ich kann, als ich schaffen kann. Okay, kann ich eigentlich auch klettern? Na, scheinbar nicht. Ich würde einfach außen rumklettern und dann alles töten, was kommt. Ganz einfaches Prinzip und ganz logisch eigentlich auch, oder nicht? Okay, runter. Ich krieg hier gleich langsam Probleme, merke ich gerade. Ja, ich krieg Probleme. Na, so umstellt bin ich ja wohl nicht, wenn ich euch so einfach töten kann, ne Jungs? Merkt ihr selber, oder? Warum warte ich denn nicht? So. Nimm natürlich wieder die Waffen mit. Und zwar alles, was ich hier finde. 76 Schuss. Ich gehe wieder zurück. Und mach das so aus dem Hinterhalt. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann lasse ich die Feinde rüberkommen. Und dann mache ich sie kaputt. Oder sowas. Weil hier kann mir dann der Sniper-Trottel auch nichts.
frei. Das ist gar nicht so verkehrt. Nur hier bin ich gleich aufgeschmissen, wenn meine Muni leer ist. Wobei, ich habe zur Not noch Pump-Gun. Er hat keine Kugel mehr. Na, dann kennst du meinen Geheimtrick hier noch nicht. Ich habe hier nämlich so ein geheimes Waffenlager mit 7 Schuss. War hier nicht noch eine Pumpgun? War hier nicht noch mehr? Nicht? Okay, dann haben wir jetzt ein Problem. So, okay, er geht weiter. Ich nehme wieder die M4s mit. Und diesmal nehme ich euch alles an Munition ab. Alles, was ihr habt. Bis ich voll bin. Und dann kann ich wahrscheinlich immer noch zurückkommen und mir neue Munition holen. Richtig, weil hier liegt noch genug. Sehr schön. So, und hier ist auch noch... Wow! Okay, der Plan mit dem, ich gehe zurück und mache das von da, hat sich jetzt erledigt. Schade, dass ich ihn nicht direkt killen kann. Das wäre einfach... Das wäre... Too easy, sind wir mal ehrlich. Okay, aber ich habe langsam das System wirklich raus und ich will nicht sagen, es beherrscht, aber ich komme jetzt damit klar. Also ich komme jetzt damit klar, dass ich einfach mal warten muss. Das ist halt so, ne? Könnte besser sein, könnte schlimmer sein. Da oben. Es macht da oben kein... Jetzt mach doch keine Scheiße da! Okay, wenigstens bin ich hier. Wenigstens bin ich hier. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Au. Au, au, au. Bleib da oben. Bleib hier drauf. Bleib hier drauf. Nathan. Nathan, geh da wieder hoch. Dankeschön. Hat er jetzt komplett einen weg? Ist er jetzt komplett eingeschränkt? Komm, hör auf damit. Geh hier hoch. Nathan Drake, geh doch einfach da hoch. Meine Fresse, ey. Warum ist er denn... Warum ist Nathan heute so beschränkt? No joke, was ist heute los? Okay, haben wir die Phase auch geschafft? Ich bin halt jetzt von Mal zu Mal gespannter, was passiert. Also irgendwann muss doch, sag ich mal, auch vorbei sein mit den Phasen und irgendwann muss ich ihn ja töten können, oder nicht? Du entkommst mir nicht mehr. Und das wird scheinbar jetzt der Fall sein. Du bist tot. Du bist tot, Dren. Okay. Also keine Waffen mehr. Ja, gut und... Das war natürlich blöd. Gut und schön, keine Waffe mehr. Muss ich jetzt einfach auch wieder abwarten? Ja, ich muss einfach wieder abwarten.
Was hätte ich denn jetzt tun sollen? Okay, was muss ich jetzt tun, wenn ich da liege und wieder aufstehe? Weil ich meine, mehr als zu ihm hinlaufen und wieder draufhauen kann ich tatsächlich nicht. Oh fuck. Ich hab das Klicken von Viereck nichts funktioniert. Aber Kampf verstanden. Es kommt tatsächlich sehr viel auf Schnelligkeit an. Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen es bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Okay. Das war's dann wohl mit Uncharted 1 Drake Schicksal. Ich muss sagen, mir hat das Spiel am Anfang, beziehungsweise anfangs und in der Mitte so überhaupt nicht zugesagt. Das Ende fand ich, also jetzt zum Ende hin, fand ich das super geil, ohne Scheiß. Ich hab, anfangs war ich so wirklich, ich bin froh, wenn es vorbei ist, und jetzt denke ich mir, es wurde noch so gut, es hätte gern noch weitergehen können. Krass. Wie sich ein Spiel dann doch im Laufe verändern kann.
und dann doch von schlecht gut werden kann. Ihr hättet ja auch einfach genauso gut sagen können mittendrin, ich höre jetzt auf und habe keinen Bock mehr. Aber das habe ich nicht getan. Ich wollte dem Spiel eine Chance geben, auch wenn es scheiße angefangen hat. Jetzt haben wir es gemacht. Wir haben zwar keinen Schatz gefunden, aber wir haben... Naja, ich würde sagen, was viel Wichtigeres gefunden als ein Schatz, nämlich Elena und damit auch eine intensive Bindung und eventuell sogar Drakes große Liebe, wenn man das so nennen kann. Und ich würde sagen, das ist doch eigentlich auch viel wichtiger als sämtliches Geld oder sämtliches Gold und Schätze der Welt und sonst irgendwas. Geld macht einen nämlich nicht glücklich tatsächlich. Und die richtige Person an der Seite, die macht das. Und ich bin der Meinung, das ist halt wirklich das, was im Leben zählt. Nochmal zum Spiel. Storymäßig. Anfangs total gesackt, es ist nichts passiert. Jetzt zum Ende hin, ein Kapitel, bam, 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 nach dem anderen, immer weiter. Story kam halt immer mehr ins Laufen. Ist immer mehr passiert. Fand ich super cool, auch wenn ich es persönlich... ziemlich komisch und unnötig fand, dass die auf einmal 20 Kapitel gefühlt innerhalb von... Wie viele Parts habe ich jetzt aufgenommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Innerhalb von 7 Parts haben wir jetzt quasi von Kapitel 16 oder 15 an bis zum Ende gezockt. Heißt, man kann ungefähr sagen, pro Part ein Kapitel so ungefähr. Und das fand ich schon ein bisschen krass. Das fand ich dann eher so ein bisschen gespamme. Da hätte man das tatsächlich echt ein bisschen verringern können. Einfach weniger Kapitel oder sowas und dafür dann halt länger. Wobei das ja nichts zur Sache tut, wie lang die Kapitel sind. Das war ja scheißegal. Aber gut, okay. Ich muss sagen, Spiel hat mir doch echt gefallen. Und ich bin jetzt dann doch schon tatsächlich auf Teil 2 und 3 gespannt. Allerdings, wann die kommen werden, kann ich nichts zu sagen. Sie werden nicht direkt folgen, es wird erstmal eine Pause geben und irgendwann wird dann Uncharted 2 und Uncharted 3 kommen. Und irgendwann, wenn 2 und 3 durch sind, kommt dann auch nochmal Part... Also nochmal. Für mich nochmal. Kommt dann auch Teil 4. Dann haben wir die Reihe durch. Und ich hoffe einfach, die Folgeteile werden genauso gut wie der... Ja, ich... will nicht sagen wie der jetzige, weil anfangs hat er mir nicht gefallen, aber doch, er war gut. Ohne Scheiß, er war doch gut. Also, ich hoffe, die anderen Teile werden genauso gut, beziehungsweise noch besser. Das wäre sehr schön. Und ich würde sagen, ohne jetzt die Credits noch groß weiter anzugucken, ohne jetzt noch hier groß irgendwie reden zu schwingen, hoffe ich sehr, euch hat dieses ganze Let's Play von Uncharted 1 Drake Schicksal gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in Zukunft wieder. Entweder bei Uncharted 2, wenn es dann irgendwann kommt. Das kommt auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wann, wie gesagt. Oder in irgendeinem anderen Video oder Projekt. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Für mich, ja, 12:30, also eine schöne Nacht später. Ganz viel Spaß noch mit anderen Spielen und bla, was ich nicht alles gemacht habe. Keine Ahnung, was ich hier rede. Ja. No words needed anymore. I don't know. Keine Ahnung. Na gut, jetzt haben wir die Credits wohl doch komplett voll gelabert. Aber jetzt können wir auch gucken, ob noch was kommt. Und? Kommt noch was? Nein, es kommt natürlich nichts mehr. Wie gesagt, Uncharted Drake Schicksal. Super geiles Spiel. Hätte ich anfangs nicht gedacht. Ich wiederhole mich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Bock wie ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Freunde.